Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute nochmal zu Masters of the Universe 2000X aus der Snakeman-Reihe, und zwar Serpent Man at Arms. Ist auch neu aufgelegt worden bei den Origins mittlerweile. Origins gefällt mir da gar nicht, weil das irgendwie, das ist zu gelb. Hier ist ein bisschen so, hier ist auch so Gold, aber ein bisschen mehr so bräunlich gemacht, nicht so extrem krass. Bei den Serpent Origins Man at Arms fällt es auf, dass es ein bisschen zu krass die Farbe ist, finde ich. Aber ich wollte mal eine Frage stellen zu den Figur jetzt hier. Ich habe hier eine Figur, das ist, wie gesagt, damals gekauft bei Toys R Us, schon eine Zeit gewesen. Da habe ich schon die Figur, habe ich damals gekauft, durch Zufall und später gemerkt, das ist eine Variante oder eine Fehlproduktion, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Der normale Serpent Man at Arms Snake Man 2000X hat hier auf der Hand, kann man das sehen, einen silbernen Kreis drauf gehabt. Also ihr habt die Lose gehabt, Lose verkauft, sondern einen silbernen Kreis drauf gehabt. In dieser Version, die ich habe, die ist ja eingepackt, also Mock ist die, nicht bearbeitet worden nachträglich, da fehlt dieser silberne Kreis. Die haben ihn unbemalt gelassen. Und meine Frage ist jetzt allgemein, ist das jetzt eine sehr seltene Variante, die Sammlerstückes, die irgendwie 100.000 Euro wert ist, oder einfach eine doofe Fehlproduktion, die keinen interessiert, weil er nur so habe vergessen worden ist. Ich weiß die Meinung dazu nicht, wie ist eure Meinung dazu? Also ich habe die Figur behalten, weil ich dachte, irgendwie könnte was wert sein, da glaube ich eher nicht, aber ich finde die Figur schön und ich habe die Figur behalten, weil mir die gefällt immer noch so gesehen. Und das ist die Rückseite von Serpent Man at Arms, da kann man noch die Figur sehen. Kleine Köpfe, ich weiß, aber der ist besser als der Orange, finde ich den. Und das ist die Wave drauf gewesen. Fist Serpent, Claw, Mechanic, dann meine Arms nochmal, dann eine komische Snake Kantahim, die fand ich grauenhaft, das sah so ein Milchbubi aus. Ich fand den Snake Amahim cool, der war langweilig gewesen. Dann Cobra Khan, die ist noch Khan damals noch, King Hiss, General Rattler, die ist noch, General hieß der bei den 2000, aber der Rattler hieß. Und dieser komische Skeletor, da hätten die ja damals, finde ich, in meiner Meinung Dings machen können damals, finde ich, hätten die ja einen Squeeze rausmachen können. Die Arme waren ja da gewesen, haben die dann einen Skeletor rausgemacht, das war unnötig gewesen. Hätte super gepasst, einen Squeeze rausgemacht, als das komische Skeletor-Variante. Wie gesagt, das war der 2000X Serpent Man at Arms mit den fehlenden Farbe auf der Handfläche, die silber sein sollte, aber nicht ist. Zeig mal schönen Abend und bis bald. Ciao.